Du spielst doch voll gerne Fußball, oder? Ja, das habe ich schon immer gerne gespielt. Aber warum warst du dann nie in einem Verein oder hattest Training? Naja, da waren immer so viele Jungs und allgemein haben oft Leute komisch geguckt, wenn ich gesagt habe, dass ich gerne Fußball spiele. Und leider geht es sehr vielen Mädchen so. Aber Thea hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Allerdings musste sie sich schon oft dumme Sprüche anhören. Lenja hat mit ihr über die Herausforderungen als Trainerin und Schiedsrichterin gesprochen. Lauf, 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 dein Ball! Ja, ich mag Fußball offensichtlich und ich mag es, mich dafür zu engagieren. Mit ihren gerade mal 18 Jahren ist Thea nicht nur Spielerin, sondern auch ausgebildete Schiedsrichterin und Trainerin. Ich habe vor 10 Jahren ungefähr mit Fußball angefangen und habe auch noch in einem Jungsteam gespielt und war das einzige Mädchen. Und da war ich natürlich in einer Extremsituation. Also ich war bei Jungsturnieren, wo ich das einzige Mädchen in der ganzen Halle war. Und da haben dann irgendwie 7 Teams gegeneinander gespielt. Besonders weil ich immer männliche Trainer hatte, dachte ich mir, dass es vielleicht cool ist, eine neue Generation, also quasi eine neue Generation als Frau zu begleiten, die halt auch sehen, dass auch Mädchen Fußball spielen und dass auch Mädchen erfolgreich Fußball spielen und nicht immer nur irgendwelche, ich sag mal, 40-jährigen Männer, die hier rauchend an Platz kommen und dann Mädchen erzählen wollen, wie man besser spielt. Dass auch ja, junge Leute Trainer sein können und vor allen Dingen auch Mädchen. Sexismus ist ein großes Thema im Fußball. Viele Frauen erleben Diskriminierung nur aufgrund ihres Geschlechts. Sie müssen sich nicht nur sexistische Kommentare anhören, sondern werden auch auf professioneller Ebene ungerecht behandelt. Beispielsweise bei der Bezahlung. Auch Thea hat damit schon ihre Erfahrungen gemacht. Also ich weiß noch, dass ich bei einem der ersten Spiele, die ich je gepfiffen habe, zum Platz kam, gefragt habe, ja, ich bin die Schiedsrichterin, wo ist denn die Kabine? Da wurde ich schon ein bisschen komisch angeguckt und dann kam ich raus und dann kamen halt so Kommentare vom Platzwart wie, oh, hier ist aber eine Schönheit. Und das war schon so, dass ich mir dachte, ja, okay, das hören sich andere Schiris müssen sich sowas bestimmt nicht anhören. Dann kam der Trainer auf mich zu und hat auch schon irgendwie, also hat sehr so, ja, sagen wir mal, Schlafzimmer-Kommentare gemacht und die Krö, also so mit, ja, dich würde ich auch mit nach Hause nehmen. Zu dem Zeitpunkt war ich 17, möchte ich noch kurz anmerken. Und dann kam die Krönung, dass der Trainer zu mir kam und kurz vorm Anpfiff und meinte, ja, mit dir möchte ich mich heute nicht anlegen. Und dann meinte ich so, ja, ich hoffe, du legst dich normalerweise nicht mit Schiris an, dann haben wir heute kein Problem. Und dann meinte er, nee, ich lege mich nicht mit Frauen an. Ich habe schon ganz andere Kratzer von Frauen und von dir kann ich auf die verzichten. Und ich war so, ja, so, es war wirklich einfach sehr, sehr so unangenehm. Nur rund 4% der Schiris sind weiblich. Oft sind die wenigen Schiedsrichterinnen, die es gibt, starker Diskriminierung ausgesetzt. Heftige Beschimpfungen und ekelerregende Kommentare sind da keine Seltenheit. Und ich war zum Beispiel eine von zwei Frauen in der Fortbildung. Und es waren 80 Personen und es waren zwei Frauen. Genau. Und das wurde sogar kommentiert mit, heute sind sehr viele Frauen hier. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber es wird sich vielleicht ändern. Und auch weiterhin geht der Anteil an Schiedsrichterinnen zurück, obwohl die Anzahl der weiblichen Spielerinnen immer weiter ansteigt. Aber nicht nur die Schiedsrichterinnen haben mit dem Klischee zu kämpfen. Als Schiedsrichterin muss Thea häufiger Sprüche und Kommentare einstecken. Als Spielerin jedoch tritt man ihr respektvoller gegenüber. Als Spielerin, glaube ich, wird man noch mal ernster genommen, weil die Leute wissen, was man was kann. Und bei Schiris denkt man ja häufig so, ja, die weiß eh nicht, wie Fußball funktioniert. Denke ich ja auch manchmal, wenn ich Schiedsrichter habe. Ich glaube, deswegen wird man als Spielerin nicht ganz so doll hinterfragt. Aber wenn ich alleine irgendwo ankomme, ich glaube, dann ist man ein leichteres Opfer, sage ich mal. Und ich meine, okay, die Erfahrung als Schiedsrichterin habe ich gemacht, als ich ein Frauenteam gepfiffen habe. Das heißt, der Trainer war von einem Frauenteam. Jungen dürfen je nach Talent auch einen Jahrgangsbuchstaben überspringen. Für Mädchen und Frauen ist das nicht möglich. Bei Männern gibt es schon ab der Bezirksliga LinienrichterInnen, bei Frauen erst ab der Oberliga. Und das löst natürlich einiges an Gefühlen aus. Die Diskriminierung löst bei mir meistens Wut aus. Aber also, es ist so ein, ich glaube, mittlerweile habe ich die Wut eher in so Trauer oder in so Mitleid auch so ein bisschen
umgewandelt, weil ich meine, also irgendwann kommen die Kommentare halt wirklich, dass man sie, also dass man jemanden anguckt und schon fast damit erwartet, dass irgendwas kommt. War High Risk, ne? Bei so einer Diskriminierungssituation reagiere ich eigentlich in dem Moment, glaube ich, nicht so, wie man es eigentlich tun sollte, weil ich immer mich eher distanzieren will davon. Also dann, ich habe mir jetzt abgewöhnt zu lachen von über diese Witze, was, glaube ich, auch immer bei den meisten dann immer schon so ein bisschen so ein Nachdenken anregt. So, hä, warum hat die jetzt nicht gelacht oder warum fand die das jetzt nicht so lustig wie ich? Aber ja, also meistens drehe ich mich um und gehe oder wechsle das Thema. Also es ist eher Mitleid als alles andere. Aber so, immer so ein bisschen Wut ist halt, glaube ich, immer dabei. Ich glaube, das Einzige, das die Situation von Frauen im Fußball positiv verändern kann, sind mehr Frauen im Fußball. Genau, also mehr Frauen, mehr Spielerinnen, mehr Trainerinnen und Engagement, Engagement, Engagement. Aber natürlich besteht das Schiri-, Trainerinnen- und Fußballspielerinnen-Sein nicht nur aus negativen Erfahrungen. Fußball ist Theas Leidenschaft und nichts hält sie davon ab, diese zu leben. Nicht einmal die ungerechte Behandlung ihr gegenüber. Die Erfahrungen, die Thea als Spielerin auf dem Feld gemacht hat, bringt sie in ihre Tätigkeit als Schiedsrichterin ein. Genau, also die schönen Seiten des Schiris-Seins ist natürlich erstens dieses, das Wissen, dass man die Fehler, die andere Schiris bei eigenen Spielen machen, dass man darauf extra achten kann. Also ich achte zum Beispiel immer sehr, sehr darauf, dass ich tatsächlich beide Teams exakt gleich behandle. Egal, ob ich bin St. Pauli-Fan, ob St. Pauli gegen HSV spielt, sondern ich weiß, wie es sich anfühlt, auf der Seite zu sein des Teams, das offensichtlich nicht favorisiert wird. Deswegen ist es natürlich sehr schön zu sehen, dass man quasi so ein bisschen Gleichheit oder die Fehler, die andere machen, dass man die einfach nicht machen kann. Und es ist einfach so schön zu sehen, zum Beispiel, wenn man ein Frauenteam pfeift, dass sich die Frauen freuen, auch mal eine weibliche Schiedsrichterin zu haben, weil das kommt halt wirklich nicht so oft vor. Und dass man sich da auch, glaube ich, anders versteht und dass die auch deutlich weniger Aggression mir gegenüber zeigen als einem Mann. Weiß ich jetzt nicht warum. Aber dass man, glaube ich, so eine Ruhe auch mit auf den Platz bringt. Genau. Und ich meine, sonst macht es einfach Spaß. Also ich mag jede Form des Fußballs und das genieße ich dann natürlich auf dem Platz, auch mal ein bisschen was für meinen Verein zu tun. Thea hat eine Botschaft an alle Spielerinnen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und alle, die es werden wollen. Haltet durch. Genau, ich glaube, das würde ich denen mitgeben, anderen Schiris. Einfach haltet durch und jeder hat es erlebt und nicht drüber lachen, nicht drauf eingehen, weil ich glaube, auch häufig ist das so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Also ich glaube, auch manchmal ist das so, dass sie nicht wissen, wie man sonst von einer 18-jährigen Schiedsrichterin die Aufmerksamkeit kriegen kann. Und ja, einfach durchhalten. Irgendwann kommt dann die neue Generation und ich glaube, wir machen das dann besser.